zu Stephen Kings Der Nebel in dieser schicken Steelbook-Version auf DVD. Zurzeit sehr günstig zu haben und da lohnt sich das auf jeden Fall mal anzuschauen. Wie der Titel schon sagt, es geht um Nebel, dass das kleine Dörfchen eines Tages auf einmal ohne Vorwarnung besucht, kann man schon sagen. Das kleine Dorf wird vom Nebel überlagert. Unter dem Nebel, tummeln sich mörderische Kreaturen. Das Ganze führt zu einigen Leuten, die im Supermarkt gelandet sind und sich eingeschlossen haben. Und sie decken sich, wie sie aus der Sache rauskommen, was der Nebel ist, was es mit sich bringt. Und versuchen eine intelligente Lösung zu finden. Dieses Steelbook ist schick. Der Film hat eine Länge von 121 Minuten, also 2 Stunden und 1 Minute drüber. Meine Meinung zum Film ist, wenn man mit der richtigen Einstellung in diesen Film geht und keine riesen hohen Erwartungen hat, wie zum Beispiel, dass man jetzt voll die Science-Fiction-Effekte erwartet, da wird man auch nicht enttäuscht. Ich fand, es geht gar nicht so um die Kreaturen und so. Ob die jetzt sehr gut dargestellt wurden, ob die jetzt gefährlich aussahen, das sollte jetzt Nebensache sein. Ich fand das ja nicht so gelungen. Aber hier geht es mehr um die Leute, wie sie sich in dieser Situation verhalten. Es wird sehr gut und realistisch vor allem gezeigt, dass bei Gruppenbildungen die einzelnen Personen sich verändern und gewisse sogar sich stärker fühlen und einige noch also hervortreten und das Wort in die Hand nehmen und die Leute halt umreden, zu einer anderen Meinung umstimmen. Das alles wurde hier sehr gut gezeigt, was auch der Realität entspricht, wie ich finde. Und das hat mich schon sehr gut unterhalten und war lustig anzuschauen. Wie erwähnt, Science-Fiction-Effekte oder so, nicht zu viel erwarten von diesem Film. Da geht fast gar nichts und da wird man auch nicht dann ziemlich enttäuscht sein vom Film. Meine Bewertung zum Film ist 3,5 Sterne von 5. Das Ende, da nimmt der Film schon also Spannung, also richtig Spannung auf und gespielt und dargestellt wurde das also echt perfekt am Schluss. Der Schluss war echt, also ist sehenswert. Ich musste kurz mal auf das Bonusmaterial anschauen und das also, um den Inhalt zu bewerten, das ist mager. Der Film 3,5 von 5 Punkten zum Inhalt. Das Steelbook ist also schick. Da gibt es 3 von 5 Punkten, kein Bonusmaterial, nur die DVD-Version. Dafür stimmt der Preis, für 10 Euro kann man sich da schon, also kann man da schon zugreifen. Und DVD
langt hier vollkommen aus, da die Effekte in diesem Film eigentlich schon fast fehlen für einen Science-Fiction-Film. Ansonsten kann ich den Film empfehlen, mal einen Blick reinzuschauen, ist Geschmackssache, nicht zu viel erwarten und der Film unterhaltet dich schon. Wir sehen uns bis zum nächsten Video.